braucht man diese Kamera oder braucht man diese Kamera vielleicht nicht? Was denkst du denn, wenn du jetzt hörst, dass Nikon Fuji. Du bist doch sicherlich ein großer Fuji-Fan und denkst dir so, ich habe jetzt schon eine ganz, ganz große Fuji-Kamera, bräuchte aber vielleicht noch mal eine kleinere zum Reisen. Dann ist vielleicht die XF10 die richtige Wahl. Denn laut Gerüchten, die es schon vor Monaten gab, gibt es nun von sehr, sehr vielen Quellen bestätigt, dass in den kommenden Tagen die Fuji XF10 präsentiert werden soll. Das heißt also, du bekommst eine kleine, günstige APS-C-Sensorkamera als vielleicht Zweitkamera, Drittkamera oder vielleicht auch als Erstkamera, je nachdem, wie du das Ganze betrachten willst. Wenn man kurz nochmal zurückspult, dann weiß man natürlich auch, diese Kamera soll wohl mit einem 24-Megapixel-Bayer-Sensor ausgestattet werden und zudem ein mehr oder weniger klappbares Display bekommen. Weitere technische Details gab es bis jetzt leider noch nicht und der Fuji lässt sich da auch nicht so wirklich was entlocken. Sie halten sich quasi im Dunkeln auf, was diese Details angeht. Aber nicht nur das, denn Fuji bringt jetzt auch ein XF 8 bis 16 mm mit einer Blende von 2.8 und ein XF 200 mm mit einer Blende 2.0 auf den Markt. Das heißt also zwei neue Objektive für dich da draußen, damit du als Fuji-Freund sagen kannst, ach Fuji, ihr seid einfach so geil. Und ja, das sind sie wirklich. Oh ja, das ist echt eine krasse Geschichte. Ich wüsste selber nicht, wie ich da reagiert hätte. Aber vielleicht weißt du ja, wie du reagiert hättest, wenn wir folgenden Fall betrachten. Hochzeit, Hochzeitsfotograf, Bräutigam, Braut. Der Fotograf soll wunderbare Bilder machen. Das wurde vertraglich festgehalten und am Ende entscheidet sich der Fotograf aber, nee, sorry, ich gehe. Und dann sagt der Bräutigam aber, nein, du stehst in einem Vertragsverhältnis. Das heißt also, du machst jetzt Bilder. Und dann sagt der Fotograf wieder, nein, stopp, hier ist alles zu Ende. Ich gehe nach Hause und werde keine Bilder tätigen. Das ist schon mal, da denkst du dir so wahrscheinlich als Bräutigam, ah, das kann irgendwie nicht sein. Und die Braut wird sich wahrscheinlich auch denken, was ist denn da los? Der springende Punkt bei der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall die Hintergrundstory bzw. das, was eigentlich passiert ist. Denn als der Fotograf gegangen ist, hat er von dem Bräutigam erstmal eine auf die Fresse gekriegt. Daraufhin hat sich der Fotograf gedacht, gut, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, ich schlage zurück und hat dem Bräutigam die Nase gebrochen und ist dann schlussendlich wirklich vom Hof gegangen, ist quasi nach Hause gefahren. Warum das Ganze? Ja, das Ganze hat in der Türkei stattgefunden und dieser Fotograf dachte sich so, klar, ich bin auf einer Hochzeit und werde Bilder machen. Weil zwei Wochen vor der Hochzeit kam der Bräutigam zu ihm ins Studio und hat gesagt, so folgendermaßen sieht's aus, das Ganze soll stattfinden, da und da, die und die Bilder möchte ich haben. Und natürlich hat Ono, so heißt der Fotograf, gesagt, klar, machen wir für den und den Betrag, kriegen wir das hin. Dann der Tag der Hochzeit. Und dort hat Ono das erste Mal die Braut gesehen und dachte sich so, what? Sie war 15. Ein 15 Jahre altes Mädchen sollte einen alten Herrn heiraten. Und da dachte sich so Ono, nee, das geht so nicht. Wir sind hier zum einen in der Türkei, da ist es verboten, dass Minderjährige verheiratet werden. Und zum anderen kann er das mit sich selbst nicht vereinbaren. Was ich auch vollkommen okay finde. Der springende Punkt ist, er selbst sagt dann natürlich, er geht. Und der Bräutigam sagt, du stehst in einem Vertragsverhältnis. Ja, das ist schon mal ein krasser Punkt und auch das hätte man normalerweise ganz normal regeln können, aber nein. Der Bräutigam hat dann zugeschlagen. Und dann ist jetzt die Frage, wie hättest du reagiert? Hättest du dann gesagt, okay, es ist mir egal, ich gehe trotzdem? Oder hättest du genau denselben Weg gewählt wie Ono und hättest auch zugeschlagen? Am Ende kann man nur sagen, Hut ab dafür, kann man das so sagen? Ich glaube schon, dass man in der Türkei als Fotograf bei so einer Hochzeit sagt, sorry, mach ich nicht mit, mir ist das Geld egal, das kann auf jeden Fall nicht sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Ono dann vielleicht auch noch die Polizei angeschalten hat, um das Ganze aufklären zu lassen. Also in Bezug auf, dieser Mann heiratet eine Minderjährige. Das habe ich leider nicht aus dem Artikel herauslesen können. Aber das an sich ist schon nah. Eine sehr, sehr krasse Geschichte. Und da kann man froh sein, dass es in Deutschland hoffentlich nicht sowas gibt, dass Minderjährige verheiratet werden. Kinder sollten Kinder bleiben. Mann. Braucht man diese Kamera oder braucht man diese Kamera vielleicht nicht? Was denkst du denn, wenn du jetzt hörst, dass Nikon die Nachfolger der P900 rausgehauen hat, die P1000, 125-facher optischer Zoom? Oh ja, oh ja.
16 Megapixel, Brennweite von 24 bis 3000 mm. Und damit kannst du dann höchstwahrscheinlich den Mond so aussehen lassen, als wenn er genau einen Meter vor dir wäre. Vielleicht fotografierst du auch einfach Mondkrater oder du siehst irgendwas anderes, was unweit von dir weg ist und du möchtest es sehr dicht dran haben. Bei der P900 dachte ich ja damals schon so, okay, für 620 Euro, ja, braucht man jetzt einen 83-fachen Zoom? Ich bin mir unschlüssig. Nun sind es 125-fach optische Zoom. Und ja, ist eine Butch-Kamera, ne? Und ein kleiner Sensor und 16 Megapixel. Und brauche ich das? Brauche ich das nicht? Mich überrascht gerade einfach nur 125-facher optischer Zoom. Dass man damit alles anfangen könnte, wenn man dann auch wollte. Der große Knackpunkt bei dieser Butch-Kamera finde ich, und das finde ich ziemlich krass für eine Butch-Kamera, ist der Preis, denn sie soll über 1100 Euro kosten. Das Geld würde ich dann doch eher in eine Systemkamera / DSLM stecken. Aber gut, wer eine Butch-Kamera haben will, bei der man das Objektiv nicht wechseln kann, der ist vielleicht mit der P1000 genau richtig gesegnet. Man weiß es nicht. Was denkst du denn darüber? Schreib es mir in die Kommentare. Ja, in den Medien außerhalb von Deutschland wird er natürlich als großer Held gefeiert und ich glaube, man könnte sagen, er ist wirklich ein großer Held, dort nicht Fotos gemacht zu haben. In so einer Situation möchte man selbst aber auch definitiv nicht stecken wollen. Sollten dir diese Fotonews gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Dann gibt es hier zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.